Da habe ich gerade das komplette Video aufgenommen und habe danach gemerkt, dass das Mikrofon nicht an war. Also nochmal. Herzlich willkommen zu diesem Schalke-Update. Ich will heute ja einmal meine Mannschaft aufstellen, also die Mannschaft aufstellen, die ich jetzt aufstellen würde, wenn heute schon bu der Bundesliga-Auftakt wäre. Und damit ja viel Spaß und herzlich willkommen. Glück auf! So, als allererstes möchte ich nochmal kurz Werbung machen, und zwar Werbung für unser Tippspiel hier auf dem Kanal. Wenn ihr euch anmeldet bei kicktipp.de, dann müsst ihr nach diesem Benutzernamen suchen, nach Schalke Update, und dann könnt ihr auch dran teilnehmen. Zu gewinnen gibt es auf jeden Fall ein T-Shirt von meinem Merch und auch eine Tasse dabei. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, daran teilzunehmen. Also am Ende der Saison gibt es dann auf jeden Fall auch was zu gewinnen. Und vor allen Dingen haben wir sehr viel Spaß die ganze Saison über, denn wir können uns immer über den, ja, über den Spieltagssieger unterhalten oder generell über unsere Tipps unterhalten. Also macht auf jeden Fall mit. Okay. Und jetzt kommen wir zum Versprochenen. Und zwar habe ich euch versprochen, jetzt einmal meine Aufstellung fertig zu machen. Also meine Aufstellung, wie würde ich spielen, wenn jetzt der Bundesliga-Auftakt wäre? Und ich starte direkt mal durch. Ich fange an mit Ralf Fährmann im Tor. Marco Schubert hat für mich einfach jetzt Pech gehabt. Er hat durch eine Erkältung, hat er jetzt auf jeden Fall im Testspiel gefehlt. Auch durch ja, den Corona-Vorfall, wo er jetzt auch teilweise in Quarantäne war, hat er jetzt einfach Pech gehabt, konnte an den Testspielen nicht teilnehmen. Und für mich hat sich Fährmann jetzt allerdings auch durchgesetzt, weil er einfach sehr, sehr gute Leistungen in den Testspielen gezeigt hat. Also Ralf Fährmann für mich wieder die Nummer 1 auf Schalke. Kommen wir zum Linksverteidiger. Das ist bei mir Bastian Oczypka. Bastian Oczypka ist für mich der deutlich ruhigere Spieler als ja, Hamza Mendil. Hamza Mendil ist einfach noch sehr ungestüm unterwegs, und deswegen würde ich Bastian Oczypka im Moment vorziehen. Auch Oczypka hat jetzt, zumindest gegen Bochum, hat er ein sehr gutes Spiel gezeigt. Dort war er sehr aktiv und also lieber mit Bastian Oczypka als mit Hamza Mendil aktuell. Hamza Mendil freue ich mich, wenn er sich auf Dauer nochmal durchsetzt gegen Bastian Oczypka. Er hat das Talent dazu, aber ja, im Moment reicht mir das nicht aus. Also im Moment ist er einfach zu unruhig. Dann kommen wir zu der Innenverteidigung. Da stelle ich jemanden auf, der für mich einer der besten Schalker wirklich ist. Also zusammen mit Suat Serdar ist Ozan Kabak für mich einer der besten auf jeden Fall. Die auf jeden Fall auch mit dem meisten Potenzial. Ja, bombenstarke Saison, auch letzte Saison gespielt. Wobei, ich meine, gut, Mannschaftsleistung war dann natürlich überhaupt nicht gut, aber Ozan Kabak jedenfalls war noch einer derjenigen, die stark gespielt haben. Kommen wir zum anderen Innenverteidiger. Da habe ich mich für Sané entschieden. Sané deswegen, weil ja, er einfach noch ein bisschen Torgefahr zusätzlich noch mit ausstrahlt. Ich hätte mich auch für Matija Nastasic entscheiden können. Allerdings, ich habe mich aufgrund der ja, höheren Torgefahr von Sané auf jeden Fall erstmal für Sané entschieden. Auch Malik Thiaw macht im Moment einen guten Eindruck auf jeden Fall. Und ja, den könnte man zur Not auch noch aufstellen. Genauso wie Stromboli, wobei ich Stromboli lieber als Sechser sehe aufgrund seiner Geschwindigkeit. Kommen wir zum Rechtsverteidiger. Und zwar, da haben wir jetzt alle gelernt, dass Sebastian Rudi unsere neue Hoffnung auf jeden Fall ist als Rechtsverteidiger. Und ja, also
Kurz zur Erklärung, David Wagner hat gesagt, Sebastian Rudi ist unser neuer Rechtsverteidiger und Rudi selber hat auch gesagt, dass er das machen möchte. Dementsprechend unterstütze ich die beiden dann da natürlich und hoffe einfach mal, dass es gut geht. Wir haben schlicht und einfach kein Geld, um einen neuen Rechtsverteidiger zu kaufen. Und jetzt soll Rudi es richten. Timo Becker hat für mich einfach noch ein bisschen zu wenig Bundesliga-Erfahrung sammeln können, ist für mich noch nicht, hat für mich einfach noch nicht genügend Qualität. Muss einfach konstant gute Leistungen nochmal zeigen, dass ich ihm auf jeden Fall Rudi vorziehen würde. Also für mich Rudi im Moment der Richtige. Kommen wir zum Sechser. Das ist bei mir Nabil Bentaleb. Nabil Bentaleb, fußballerisch der Stärkste. Schalker wahrscheinlich noch, allerdings ja immer mit persönlichen Aussetzern manchmal, Disziplinlosigkeiten, hat schon öfters auch in der U23 gespielt bei uns, ist nicht umsonst auch verliehen gewesen, aber ich sage, wenn wir jetzt sagen, wir gehen mit Bentaleb in die Saison, dann muss er auch eine faire Chance bekommen, beziehungsweise dann ja, sollte man ihn nicht links liegen lassen, sondern sollte man seinen Qualitäten auch ja, gerecht werden, indem man ihn einfach aufstellt. Jo, neben Bentaleb, ich spiele also mit Doppel-6, das hat mir sehr gut gefallen im Testspiel, deswegen würde ich auf jeden Fall auch mit einer Doppel-6 spielen, beziehungsweise mit Sechser und Achter, wie auch immer. Jedenfalls ist das bei mir im Moment Stormoli. Stormoli, ja, ist einfach zum einen sehr ruhiger Vertreter, beziehungsweise, ich sag mal, von seiner Spielart ist er sehr ruhig, gibt aber sehr viele Kommandos auch und ist auf jeden Fall ein Vorbild auch für die anderen Spieler und ein richtiger Führungsspieler. Und deswegen Stormoli für mich im Moment der Richtige. Er kann auch einwirken auf Nabil Bentaleb. Die beiden spielen schon sehr viel länger zusammen oder sehr lange zusammen und dementsprechend ist er für mich auf jeden Fall dort jetzt gerade der Richtige. Mascarell ist einfach noch zu lange verletzt gewesen, würde ich jetzt noch nicht einsetzen und Bujelab könnten wir auch aufstellen auf jeden Fall, wäre für mich auf jeden Fall mittlerweile eine gute Alternative, aber ich habe mich jetzt erstmal für Stormoli entschieden. So, dann gehe ich auf jeden Fall nochmal mit Wagners neuem System und stelle auf links Harit auf. Hat mir sehr gut gefallen gegen Bochum, fand ich gut. Ja, sollten wir einfach mal weiter ausprobieren, das System, sollten wir auf jeden Fall mit weiter arbeiten, finde ich. Hat mir sehr gut gefallen. Sonst ist Harit ja eher der Zehner in der Raute, aber ja, lass uns das mal weiter probieren. Das hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen. Auf rechts würde ich Serdar aufstellen. Serdar für mich ein bombenstarker Spieler, hat letzte Saison 7 Tore geschossen als Mittelfeldspieler bei nur 20 Einsätzen, also richtig, richtig stark. Zusammen mit Kabak der beste Spieler auf jeden Fall von uns und ja. Für mich unverzichtbar, für mich der Richtige auf der rechten Seite. Das Schöne ist, wir haben mittlerweile mit Can Bostoan jemanden, der einfach einspringen kann, der jetzt aktuell eine Qualität zeigt für einen Jugendspieler. Das ist der Wahnsinn. Auch Can Bostoan könnten wir einfach so aufstellen, da könnten wir uns wirklich drauf verlassen. Jawohl. Wen haben wir hier noch? Kommen wir mal zu den Stürmern. Auch da hat sich was bei mir geändert. Und zwar hatte ich ja eine Stürmeranalyse jetzt gemacht gestern. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Und aufgrund meiner eigenen Stürmeranalyse werde ich jetzt eine Änderung vornehmen gegenüber der Aufstellung, die ich schon mal vorher gemacht hatte. Und zwar würde ich nicht mehr Rabbi Matondo aufstellen. Rabbi Matondo hatte letztes Jahr sehr viele Einsätze, hat allerdings wenig gebracht tatsächlich auch. Er hat 2 Tore geschossen, keine Vorlage gemacht und
das ist mir jetzt einfach zu wenig. Ich denke, er sollte mit den Einsatzzeiten, er sollte so ein bisschen die Rollen einfach tauschen mit Ahmet Kutucu. Kutucu ist immer erst spät eingewechselt worden, hat dann nochmal frischen Wind gebracht und ich finde auf jeden Fall, Kutucu hat mehr Einsatzzeiten wirklich verdient, weil, also ja, da passt einfach nicht das Verhältnis zwischen Einsätzen und Leistungen dann auch letztendlich, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu Matondo. Also, ich würde aufstellen erstmal Marc Uth. Marc Uth etwas versetzt hinter dem Mittelstürmer, das ist bei mir Vedat Ibisevic. Ich würde erstmal mit Ibisevic auf jeden Fall anfangen, um quasi auf Nummer sicher zu gehen. Ibisevic, wie gesagt, wenn er den Ball in der richtigen Situation hat, dann macht er den gerne rein. Auch Marc Uth war jetzt gegen, oder zumindest in Köln war er sehr stark, hat dort 5 Tore geschossen, 6 aufgelegt, deswegen auch etwas ja, versetzt dahinter als Zehner. Er kann diese Rolle spielen. Ja, deswegen würde ich auf jeden Fall so aufstellen. Ich finde es ganz gut eigentlich, dass wir auf der linken Seite zum Beispiel mit Harit oder auch im Sturm eine super Alternative noch mit Benito Raman haben. Ja, für Raman habe ich mich jetzt einfach nicht entschieden, obwohl Raman noch ein wichtiges Element eigentlich auch mitbringt und das ist wirklich Schnelligkeit. Aber ja, in diesem Falle habe ich mich jetzt erstmal für Harit, Ibisevic und Uth entschieden. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe auf jeden Fall noch was für euch. Das werde ich euch jetzt noch an dieses Video dran schnibbeln. Ich bin gestern noch darauf angesprochen worden. Hey, du wolltest doch zeigen, wie du letztens reagiert hast im Nachtstream. Das mache ich jetzt auf jeden Fall noch. Und ja, ansonsten erstmal. Vielleicht bis später, bis im Livestream, vielleicht bis morgen. Haut rein. Ciao. Glück auf. So, jetzt noch einmal wie versprochen. Und zwar, die Vorgeschichte war die, ich habe den PC einfach angelassen und habe dann, ja, nachher ist der Livestream wieder von sich aus angesprungen. Also ich habe die Streaming-Software habe ich nicht beendet, stand immer noch auf Aufnahme. Dachte ich, wäre nicht so schlimm, weil ich bei YouTube selber hatte ich auf Beenden gedrückt. Und das Problem war aber, dass ich nachts irgendwie YouTube nochmal neu aktualisiert hatte. Somit lief der Livestream irgendwann wieder. Alle meine Abonnenten haben eine Benachrichtigung bekommen, oder die Abonnenten, die die Glocke aktiviert haben, haben eine Nachricht bekommen, dass es ja, eben weitergeht. Dass der Livestream wieder begonnen hat, nachts um, ich weiß nicht, 12:30 oder so. Und ja, ich bin dann, ich habe es nicht bemerkt und ich bin dann nachher, habe ich mich ganz gemütlich und nachts um 2, also ich habe meinen Bruder damals euch schon, dann abends abgeholt von einer Party, bin dann wieder zurückgekommen und habe mich dann einfach nochmal gemütlich an den PC gesetzt. Und im Nachgang bin ich auch froh, dass ich eine Hose anhatte. aber das gucken wir uns jetzt mal an, was da gewesen ist. Aber ihr seht schon, da ist jetzt schon gegen Ende des Videos. Ja, insgesamt fast 1,5 Stunden lief der Livestream und da komme ich gerade rein. Schön locker entspannt. Erstmal aufs Handy gucken. Noch ein bisschen rumklicken, gucken, was die Videos so machen.
nochmal aufs Handy gucken. Irgendwas ist anders. Irgendwas ist komisch. Das dauert sehr lange, es war schon sehr spät. Ach du Scheiße, habe ich gesagt. Da ist mein Licht aufgegangen. Keiner da. Wohl fünf, sechs Personen waren noch drin im Livestream, ja, aber hat keiner mehr geantwortet dann. Ja, scheiße gelaufen, ne? Kannst nichts machen.